Hallo und herzlich willkommen bei Commander Enzo in der Garage bei einem Replay von dem T26 E5 Patriot. We the people. We the people. Nebenbei, ja, ich weiß noch gar nicht, liebe Wargamer, ehrlich gesagt, mit mir könntet ihr sehr viel mehr Geld machen, wenn ihr so eine Sachen macht wie alle Tanks in Schwarz, wie die im T34 Black rausbringen. Weil das sieht mal richtig sexy aus. Ich habe ja nur einen schwarzen Tank und das ist der, der Scout hier, der M41, der Bulldog. Und schwarz, dezent, Wargaming-Logo finde ich okay. Also ist ein Wargaming-Spiel, was wir spielen. Finde ich sehr okay. Das wäre geil. Da würde ich den ein oder anderen Tank auf jeden Fall wahrscheinlich noch mehr kaufen. Liebe Wargamer, macht alles in Schwarz. Black Friday und alles in Schwarz. Jo, dies nur dazu. Der Patriot. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja eine Zeit lang so hin und her gerissen hier zwischen meinen beiden bunten Gesellen hier, dem AMX. Und dem Patriot. Der AMX hat natürlich eine what? Clan-Einladung? Nein, ich nehme auf. Der Patriot. Nochmal von vorne. Der Liberté. Der hat natürlich eine geilere Frontpanzerung, ne? Das ist gar keine Frage. Aber der Patriot, der ist einfach, wenn der gerade steht und hingegen allen Meinungen, man könnte mit einem T-34 durch die Seite vom Turm schießen, definitiv. Niemals, never, ever. Wenn der so steht, vielleicht schon. Aber wenn der gerade steht, dann kommen hier noch nicht mal die 10er Tanks durch. Also meine Erfahrung zumindest. Vielleicht ist es das Wackeln, vielleicht ist es naja, auf jeden Fall. Hatte ich neulich wieder mal so ein Game, wisst ihr, so ein Game, wo du fährst und wo du denkst so, ey geil, die kommen alle zu dir und die stellen sich alle zum Sterben an, weil keiner dich rusht. Ja, läuft. Also auf jeden Fall, vielleicht schneide ich auch nochmal ein paar Szenen zusammen, wo der brilliert. Ja doch, ich glaube, ich mache euch mal so ein Potpourri von dem, was mir auf jeden Fall zugeschickt wurde und was ich selber erlebt habe, weil der ist schon krass. Und diese Gun Depression und diese Rate of Fire von unter 6 Sekunden, das ist einfach schon brutal. Also ich mag den sehr. Gerade in hügeligen Gebieten, wo man nur den Turm rausgucken kann. Bei dem Liberté musst du halt wie die Hölle wackeln, ne? Also die Kuppel da, die treffen die Jungs schon. Ist dann natürlich ganz cool, wenn du, sag ich mal so, um die Ecken so praktisch um die Ecke rum sidescrapes, ne? Dann ist, wenn hier sozusagen, wir denken uns hier unsere Ecke, wir denken uns hier die Ecke, dann ist natürlich, ihr versteht schon, was ich meine. Dann ist die Kuppel sozusagen. Asymmetrische Kuppeln kann man gut hinter Hausecken und Ähnlichem verstecken. Naja, wie auch immer. Also auf jeden Fall schauen wir uns jetzt mal die Zusammenstellung an. Anhand eines Games von mir, was sehr lustig lief, muss man schon sagen. Bis gleich. Schnibbeldibabs, Commander in Game. Jo, auf der Garde Richard. Alleine habe ich gespielt, um die Zeit zu überbrücken, bis Freunde Zeit haben. Ach, das rede ich schon wieder für ein Blech. Ich war alleine! Ich war alleine. Und wenn ihr euch das ein bisschen lauter machen hier, wenn ihr euch das mal anguckt, der Gegner, ja, hat Heavies. Wir haben sie. Naja. Also, man muss manchmal auch Sachen machen, die einem nicht so richtig schmecken. Und in dieser Situation, bin ich ganz ehrlich, hat mir das überhaupt nicht geschmeckt, hier an diese Kante zu fahren, weil ich nämlich wusste, ich bin relativ alleine. Zusammen mit der IS und dem Prot, gut, okay, das hatte sich dann noch ein wenig verbessert. Deswegen habe ich mir gesagt, ihr müsst mal überlegen hier, diese Kante, ne? Also wenn wir mal hier in die Entfernung gucken. Hier hinten ist der Heavy-Treffpunkt, ne? Fährst du hier hinten in den Heavy-Treffpunkt rein, können die dich rommeln. Da hast du keine Deckung, da hast du keine Rückzug. Guck mal, die Rückzugsmöglichkeit vom Heavy-Treffpunkt hier. Die geht hier, bababababab, hier bist du von hier, super, Arti, treffbar, ganz kacke. Also, was machst du, wenn du irgendwie schon von vornherein weißt, dass Flanken irgendwie, keine Ahnung, ich hab's gerochen. Ich hab's einfach gerochen, dass hier die Hölle los sein wird. Und insofern habe ich gesagt, ich habe keinen Bock, hier weiter vorzufahren. Gut, ihr seht's an meiner Kameraführung immer so raus, rein, rechts, links. Wo kommt wer? Was ist los? Überhaupt und sowieso.
Der erste Gegner taucht auf, der AMX. Das ist noch unspektakulär, sage ich mal. Aber ja, der fährt hier in die Mitte. Das ist schon, zumindest werden wir jetzt alle auf und überhaupt und sowieso. Und da habe ich mir gesagt, gut, ich muss erstmal den hier ein bisschen verscheuchen. Und da Gefahr, ja, Gefahr droht von Arti, also da Gefahr. Hier ja, sag ich mal, Arti-technisch schon gar nicht so mega einfach zu treffen, die Pose hier. Möglich, durchaus möglich, aber nicht so ultra easy peasy. So, ja, der Panther 2 kann da schon, ja, guckt euch, also ich muss einfach mal, ich bin, der, auch wenn ihr mich jetzt erschlagt, diese Pose hier, diese Bosi, was sieht man denn hier von dem Tank, ja, wenn der schießt, guckt euch das mal an, Moment. Oh Mann, Commander, ey, jetzt. Ah, ey, die Kamera macht auch, was sie will. Was sie... Okay, ich krieg's nicht hin. Egal, also ihr seht... Ich will's aber hinkriegen. Ihr seht, man sieht... Ja, guckt mal. Man sieht nicht so richtig viel vom Tank. Also wenn das Gemüse jetzt... Ja, das ist zwar ein verfälschtes... Jetzt rutscht die schon wieder so nah. Also, Kamera... Kacke, Position vom Commander, nicht kacke. Weil, ihr seht es hier auch an dem Hill, immer wenn ihr gerade so rüber gucken könnt, ja, gerade wenn ihr jetzt gerade so rüber gucken könnt, ja genau, untere Wanne sollte man auch schießen auf der, von dem Ort. Gerade wenn ihr so rüber gucken könnt, dann seid ihr Huldown. So, ich habe jetzt hier, habe ich jetzt gesagt, scheiße, alles was zählt, du willst jetzt hier auf jeden Fall Schaden machen und deswegen habe ich jetzt mal Gold reingemacht, weil er dort einfach auch noch ein bisschen mehr Penetration hat. So, der einzige Blaue, das ist jetzt echt, ich tue es, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich mache wie ein 8 Fokus, weil es ist einfach, an dieser Ecke wäre es die Vollkatastrophe, wenn der gegnerische Tank jetzt hier mit den ganzen nicht so geskillten Playern, sage ich mal, den Ton angibt und einen Rush auf mich. Also, guckt mal auf die Minimap. Alles rot vor mir. T28 Prototyp, da schon, dem passiert jetzt nebenbei genau das, was ich vorhin gesagt habe. Fährst du zu weit vorne, bist du einfach für die Gegner zu, das kann man vergessen. Er wird jetzt gerommelt. Er wird gerommelt, wie es nur im Buche steht. Und, ja. Mittlerweile, ich bitte zu bemerken, Commander hat Gold wieder rausgenommen, weil, man es in diesem Falle, guckt euch das mal an, wie sie einfach alle, vorbeikommen zum Sterben. Ein kleiner Querflug von einem kleinen Kollegen hier. Völlig geil. Und immer, wenn ihr es schafft, und ich trainiere das seit Tausenden von Spielen, seht zu, dass ihr die Leute getrackt halt. Guck mal, der T29. Ich kann ihn mir sozusagen beliebig da vorne sozusagen halten, da wo er sein soll, wo ich ihn weiter beschießen kann, weil er nicht wegkommt. Gut, das Detracken, beziehungsweise das Tracken kann man dann auch nur... In dem Falle muss ich jetzt einfach zusehen. Ich musste hier einfach zusehen, dass ich mir die Leute vom Leib halte, die jetzt doch langsam anfangen, irgendwie ein bisschen mehr Speed auf mich zu geben. Aber diese verfickte... Ist doch unglaublich, oder? Diese verfickte Reload-Geschwindigkeit von dem ist doch einfach unmenschlich, oder? Ja, das war schade. Da hat der Snapshot nicht so richtig funktioniert, aber... Ich sag mal, das rettet ihn jetzt auch nicht wirklich. Oh, und ich meine, das hätte noch anders ausgesehen. Wenn der Panther dort nicht gekettet worden wäre, wäre es wahrscheinlich irgendwie... Und gut, dass ich mir jetzt irgendwie Schüsse fange, ist klar. Aber der blaue Spieler ist raus. Und dieses kleine, chaotische Intermezzo hier ist vom Commander mit 4 Kills bestraft worden. Und ja... Ihr seht, wenn er zu weit rausfahrt, ist dieses Auto natürlich absolut verwundbar. Dann taugt das Ding auch wiederum nichts, aber nur den Turm rausgucken lassen, ist halt einfach OP mit dem Ding. Gut, das ist, ja, das war jetzt eine coole Runde hier, aber eigentlich, die Runde war jetzt gar nicht so ultra episch, aber ich wollte euch diese Situation nicht vorenthalten. Diese Situation hier, Gegner rusht einen nicht und man steht Hulldown und hat also den massiven Vorteil gegenüber den anderen Gegnern. Und wie das, ich habe noch ein paar andere Szenen, die wir
lieber jetzt, wir können das hier eigentlich mal stoppen. Also klar, ist eine gute Runde für mich, aber jetzt nicht so ultra spannend, um es zu Ende zu gucken. Und deswegen schalten wir jetzt mal in ein anderes Game von mir nochmal rein, wo ich eine ähnliche Situation hatte, so als Einzelszene. Und dann habe ich nachher noch eine Szene, die mir ein Abonnent zugeschickt hat. Und ich finde, diese drei Szenen passen eigentlich ganz wunderbar zusammen. Bis gleich. So, folgende Szene. Wir sind auf Prokhorovka. Das ist so, ja, es lief schon ganz okay und ich konnte mit meinem Team in den gegnerischen Bereich vorstoßen und hatte jetzt, ist natürlich mega, mega geil hier, wenn du dir das mal anguckst, wenn ihr euch das mal anguckt, mega geil, wegen der Hold-Down-Fähigkeit auch hier wieder. Ne? Und hier haben wir ein T-34-3, was ja eigentlich ein nicht so zu unterschätzender Kollege ist. So, dann habe ich jetzt überlegt, okay, der ist da frittiert, wunderbar. Die Jungs verpissen sich da hinten auch. Also kann ich mal ein bisschen in den 1 zu 1 mit dem 34-3 gehen. Und läuft. Er kommt einfach bei mir turmtechnisch. Das ist die Lieblingssituation. Das ist einfach. Er kann einfach gar nichts machen. Er kann nicht rüberkommen und er hat nicht genug Gandhi-Pöschen. Und er ist mir sozusagen ausgeliefert, weil er hockt da unten. Er hockt da unten in seinem scheiß Pit drin. Und er wird einfach frittiert, weil es. Er kommt durch meinen Turm nicht durch und er kann nicht durch den Berg schießen und überhaupt alles ganz gruselig für ihn. Aber zweite Szene. Hier auch wieder. Ihr müsst euch, also man muss das ein bisschen. Man muss das ein bisschen fahren lernen. Man muss sich echt seine Hügel suchen. Gut, hier ist jetzt so ein bisschen. Wir befinden uns momentan immer so ein bisschen im Ausprobieren. Ich fahre den eigentlich zu aggressiv. Mir war durchaus klar, dass hinter mir irgendwo noch ein Suppenpershing ist und dass vor mir irgendwie noch einiges an Material steht. Und Leopard PTA kommt jetzt auch durch, weil wir den Einschuss wieder nicht sehen. Er kommt. Ist ja auch so geil, wa? Also, Bing. Er kommt durch. Weil ich zu hoch stehe. Aber für die Jungs da unten stehe ich natürlich optimal. Also, was ihr machen solltet, was ich auch gemacht habe, ist auf jeden Fall diesen Büchsenmacher wie soll man sagen, zu schulen, zu skillen. Weil Büchsenmacher ist halt einfach, ja. Hier auch diese Szene damit auch erledigt, ja. Aber Büchsenmacher. Wenn ihr euch mal überlegt, wenn ihr Hold-Down seid, da seht ihr ja, oder andersrum, ihr habt eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Feind, wenn er nur euren Turm beschießt, halt auch einfach mal eure Gun trifft. Und Büchsenmacher ist, ich habe immer so das Gefühl, also die Gun, ich weiß nicht, vielleicht weiß das einer von euch, ich habe immer so das Gefühl, dass die Gun mindestens 75% die Fähigkeit wiedererlangt von einer intakten Gun. Wenn sie kaputt ist, habt ihr ja so einen Zielkreis und mit dem Büchsenmacher ist der schon wieder fast so wie original. Also eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Skillung, finde ich, bei einem Tank, der viel Hulldown geht und viel seine Gun exposed. Und das ist beim T-34 genauso wie bei dem hier oder Super Pershing oder diese ganzen Tanks, also meine amerikanischen Crews, die auf so einen Dingern laufen, die haben halt diese Skillung. Weil ich finde es sinnvoll. E5. Macht schon Sinn. So, letzten Schnipsel, den ich noch reinspiele, ist von einem Kollegen, der auf Himmelsdorf hinter einem lustigen Schuttberg gehangen hat. Und genau das Gleiche. Zeigt wieder sehr schön das Potenzial, wenn man nur seinen Turm präsentiert. Bis gleich. Jawollo! Und zwar mit dem Backup. Mit dem Backup sind wir auf Winterhimmelsdorf. Und ich habe es falsch erzählt. Es ist kein Schuttberg, sondern es ist die Location. Wir schauen mal auf die Minimap hier oben. Diese Kante eignet sich natürlich sowas von Arsch, Ober, Titten, Monster, Ultra, Phänomenal, Huldorn, geil, dass es nur so raucht. Und für alle, die sagen, ja, der Patriot, der ist ja nur im Achtergurt. Ha! Das hat sich gereimt. Er ist nicht nur im Achter gut, denn auch auf dem Zehner sprengt er den anderen den Hut. Er steht an der Kante, ohne zu wackeln, und lässt die anderen aussehen wie die Dackeln. Ich werd doch der Mr. Rhyme. Hey, wo ist mein Tanken?
Ja, zurück zu den ernsthaften Dingen dieses Lebens. Diese Posi in Himmelsdorf ist natürlich ultra geil. Allerdings, geil, ich werde mal ein Let's Play machen, wo ich nur reime. Diese Posi in Himmelsdorf ist ultra geil. Nur so lange, wie die Arti nicht dahinter steht und schickt auf dich einen Pfeil. Oh Gott. Es ist schlimm mit mir. Ja, was ich damit sagen will, wenn die Arti da hinten steht, irgendwo, dass sie hier reinkommt, und das ist durchaus nicht so unwahrscheinlich, also nicht unmöglich, sage ich mal so, dass die Arti sich irgendwo, ihr guckt auf die Minimap, irgendwo nach hier hinten stellt. Das geht schon. Bing! Grille gebounced. Also ich meine, ja, ihr könnt jetzt sagen, ja, der Patriot, da kommt man ja überall durch und der ist das. Der ist ja weak. Ja, Grille hat natürlich auch keine Penetration. Grille ist auch weak, deswegen kommt Grille da auch nicht durch. Wie auch immer. Sehr schön auch hier gemacht, Mr. Backup, gekettet und selber ins Jenseits geschickt. Aber mit einem Reload von unter 6 Sekunden ist das ja auch easy peasy möglich. Pow. Jo, Object. Das ist das, was ich meinte, ne? Also, ihr könnt natürlich, hat es, ja, er hat sie jetzt gerappt. Das ist natürlich schade, weil großer Rap-Kit ist auch so geil. Ich meine, guck mal hier. T69. Bling, bing, bling, bing. Nein, nein, nein. Ja. Bong. Object. Bing, bing, bong. Schon 3000 blockt. Damage. Läuft. Also, das ist halt. Ganz ehrlich, das Gegnerteam muss es natürlich auch immer noch erlauben, ja. Aber das ist natürlich schon. Awesome Location! Was? Sprachlos. Sprachlosigkeit machte sich breit. Nein, wollte gerade sagen, das geht mit der Gun nicht. Ja, was kann man als Gegner tun, wenn sowas passiert, wenn dort ein Patriot so cooldown geht? Man kann A, Arti-Unterstützung anfordern, man kann B, um ihn rundfahren. Nämlich, man kann ja hinten über. Warte mal. So. Man kann ja da genau, was die Gadget jetzt machen. Alles gut. Man kann ihn ja umrunden. Aber auch die alte Kiste. Guck mal auf die Minimap. Er ist der Einzige dort. Und er hat noch nicht mal Support hinten. Und die. Sicherlich ist es scheiße von oben mit einer Gadget irgendwie, die nicht huldauen kann. Aber ganz ehrlich, da oben stehen 12.000 Panzer. Ja? Und die könnten ihn so rommelettin, dass es nur so knallt. Denn die wussten noch gar nicht, was dahinter steht. Und die können das auch nicht mutmaßen. Und jeder. Keiner traut sich und jeder spackt da rum und denkt sich so, ich mach lieber nochmal ein bisschen, erhöhe ihm den geblockten Schaden. Und er hat jetzt die Wracks da vor sich und er ist quasi, außer wenn man ihn rommelt, nicht mehr zu beseitigen auf der Posi. Und Leute, ja, Optik. Aber das ist jetzt natürlich fürs Optik besonders scheiße, weil er von unten zu sehen ist. Und damit, ja, weiß auch nicht, warum die jetzt, selbst jetzt noch nicht auf. Also manchmal denkst du dir echt so random that shit, Weil, sorry, aber liebes Gegnerteam, was zur Hölle? Was zur Hölle denkt ihr, wie das ausgeht, wenn man jemand dort. Ich meine, es ist fast so. Er macht fast bei jedem Mal reloaded haben, bei knappen 6 Sekunden macht er fast. Ja, das ist trollig. Macht er fast Schaden, immer nach 6 Sekunden. Also ich meine, das. Ah, gut. Er kann sich's aber auch erlauben. Also das. Ja, ich wollte gerade sagen. Also ich hätte jetzt mal die Special Gold Munition geladen. Na gut, er braucht ja nicht mehr viele Hitpoints. Er kann. Wutz! Er sieht immer geil aus, oder? Sieht immer geil aus, wenn sowas passiert. Wartet mal. Er kann sich das erlauben. Er hat genug Hitpoints. Die Gegner rushen ihn nicht. Das ist alles geil, alles geil. Also, ich meine, ja gut. Ja, da fehlen einem die Worte. Es ist, es. Es.
Es ist jetzt auch gleich zu Ende. Es ist einfach, ach schön, jetzt haben wir die beiden hier mal beieinander stehen. Sowas geht nicht. Sowas darf man nicht machen als Gegner. Sowas, du kannst nicht jemand erlauben, 5000 Schaden zu machen, nebenbei 4000 geblockt, 5000 Schaden. Gut gefahren. Danke, Gegner, dass dies möglich war. Denn das wäre relativ schnell zu Ende gewesen, wenn der Gegner gewollt hätte. Aber wie ist mein Standardspruch? Epische Games werden entschieden durch schlechte Gegner, schlechtes eigenes Team und eine Menge RNG. So ist es. Ja, Gefechtsauswertung brauchen. Och doch, wir schneiden die Gefechtsauswertung nochmal hier rein. Das sind wir dem Backup schuldig. Gefechtsauswertung. Jo, Gefechtsauswertung. Klar, sowas wird ein Master. 167.000 Bruttokredit. Das ist schon fett. Stahlwand und Highkaliber. Klar, sowas kommt bei raus. Eine ganze Menge Blech gab es auch noch. Aber die 4,7. 4,7 ist halt schon, ist schon eine Hausnummer auf dem Ding. Also ich finde es schon amtlich. 4.000 geblockt natürlich auch. Und 125.000 Credits kommen da nachher noch bei raus. Krass. Geil. Geiles Auto. Also, ja, ich kann nur sagen, der hier, der Patriot und das französische Legume, der Achter Goldtank, der ist auch sehr geil. Die beiden sind meine Lieblings-Goldtanks momentan. Wenn ihr geile Replays habt, what replay of the week at gmail.com? Schickt dem Commander das, dann können wir auch bewundern, was ihr so Fröhliches hier von euch gibt. Und Mittwoch gibt es eine kleine Neuerung auf Commanders Arti-Entwicklung. Oh Gott, ich kann mich so schwülstig ausdrücken, das glaubt man mir überhaupt nicht. Tschüss! Frieden raus!